Herzlich willkommen im Designmuseum Den Bosch und in der Ausstellung Radical Austria – Everything is Architecture. Heute namens dem Museum möchte ich Herr Bart Lotzma gerne danken, dass er hier ist, um Sie durch die Ausstellung zu begleiten und einige besondere Werke hervorzuheben. Bart Lotzma ist Architekturhistoriker und Kurator der Ausstellung und zeigt Sie einige besondere Werke. Jetzt gehen wir zu Herrn Bart Lotzma und ich wünsche Sie eine besondere Ausstellung. Grüß Gott, meine Damen und Herren, mein Name ist Bart Lotzma und ich bin der Kurator der Ausstellung Radical Austria. Also ich spreche eine Art Niederösterreichisch, wie Sie merken, ich lebe in Österreich und das Niederösterreichisch ist kein Niederösterreich, ich lebe in Oberösterreich, aber es ist ein Niederösterreich wie Jenglisch oder Singlisch. Wir stehen hier in der Ausstellung Radical Austria, alles ist Architektur, everything is architecture. Und warum geht es hier? Also zuerst versuchen wir hier eine Einführung über Österreich. Wir sprechen über die 60er Jahre in Österreich. Und es ist mir aufgefallen, dass sehr viele Menschen nicht wissen, dass vor allem Österreich und vor allem Wien in den 20er Jahren eigentlich eine sehr avancierte Stadt war, mit einer extrem sozialistischen und zum Teil anarchistischen Stadtregierung. Das war auch eine Zeit, dass dieser Austromarxismus, so wie man es nannte, extrem wissenschaftlich orientiert war. Und diese Wissenschaftlichkeit hatte zwei Aspekte. Das eine war der Positivismus, also die Idee, dass man die Welt wissenschaftlich verstehen kann, nach Beispiel von den Naturwissenschaften, aber auch, dass man diese Idee demokratisch in der Gesellschaft teilen soll. Das andere war, dass man sich sehr bewusst war, dass die Sprache auch Grenzen hatte und dass man sich fragte, ob man auch Dinge kommunizieren konnte, die außerhalb der Sprache. Und darin wurde der Körper, Körperlichkeit, Tanz, Pantomime wurden extrem wichtig. Also das sehen wir, wie das zurückkommt in den 60er Jahren mit den Performances und mit der Körperlichkeit der Architektur im Allgemeinen. Österreich wurde erst in 1955 wieder unabhängig, davor war es immer noch besetzt von den Alliierten. Es hat lange gedauert, bis Österreich unabhängig war. Und eine Bedingung für die Unabhängigkeit von Österreich war die Neutralität. Und das bedeutete auch, dass durch diese Neutralität und weil Österreich auf der Grenze von Europa und dem Ostblock lag, dass hier Welten aufeinander stießen, so wie das in den Niederlanden nicht der Fall war. Ein Beispiel ist die Raumfahrt zum Beispiel. Die Raumfahrtbehörde befindet sich in Wien und das bedeutet, dass es sehr viele große Ausstellungen über Raumfahrt gab, mit echten Kapseln und Raketen, aber nicht nur die amerikanischen, so wie das in den Niederlanden der Fall war, sondern auch die russischen. Und so konnte es auch sein, dass dieser Raumspaziergang von Leonov in Österreich extrem präsent war und extrem wichtig war. Wir werden das auch sehen in einigen von Projekten in der Ausstellung. Wir sehen Astronauten herumfliegen in Städten, wir sehen Kapseln und so weiter. Also die Präsenz spezifisch in Österreich von dieser Raumfahrtbehörde hatte eine große Auswirkung, auch kulturell. Es gab auch eine Ausstellung im Palais Liechtenstein über Raumfahrt, wobei diese Raumfahrt auf einer kulturellen Ebene gehoben wurde. In 1963 fand in der Wiener Galerie Nächst St. Stephan eine sehr wichtige Ausstellung statt. Manche sagen, dass diese Ausstellung der Anfang ist der Avantgarde-Architektur in den 60er und 70er Jahren in Österreich. Das ist nicht so, die fing schon vorher an. Aber was an dieser Ausstellung wichtig ist, ist, dass Hans Hollein und Walter Pichler eine Ausstellung präsentieren, worin sie Modelle zeigen von riesigen Städten. Das ist natürlich merkwürdig in Wien in 1963. Wien war um die Jahrhundertwende, also um 1900, war es die fünftgrößte Stadt der Welt und seitdem war sie immer mehr geschrumpft. Also es gab kein Bedürfnis an solchen großen Städten in Wien. Es war auch nicht deutlich, wofür diese Städte eigentlich waren oder was sich darin abspielen sollte. Es waren eine Art formale Übungen, die aber weitgehend durchdacht waren. Es waren eine Art
Verkehrsknotenpunkten konnte man sagen, das ist das, vielleicht das Beste, was man darüber funktional sagen konnte. Es gibt aber Beschreibungen, was diese Städte können sollten. Zum Beispiel hier diese kompakte Stadt mit Klimahülle von Walter Pichler ist eine Stadt, die in einer Klimahülle, also anscheinend gedacht für eine Zukunft, worin das Klima problematisch wurde, also eigentlich schon sehr heute ein Thema, das sehr aktuell ist. Und das Innenleben dieser Stadt ist vor allem auf Kommunikation ausgerichtet. Hans Hollein und Walter Pichler waren nicht die einzigen, die in den 60er Jahren große, um nicht zu sagen Megastädte entwarfen. Ein anderes Beispiel sehen wir hier, das ist Raimund Abraham, der ebenfalls eine Serie von Megastrukturen in der Zeit entwickelt. Was dabei wichtig ist zu verstehen, ist immer wieder, dass es einen Riesenschritt gibt zwischen dem kleinen Maßstab des Körpers. Wir sehen hier auch wieder diese Raumkapsel, wovon wir jetzt verstehen, warum das so wichtig war. In Wien in den 60er Jahren, weil es große Ausstellungen über Raumfahrt in Wien gab. Aber wir sehen auch diese Diskrepanz zwischen diesem ganz kleinen körperlichen Maßstab und diesen riesigen Megastrukturen. Das ist etwas, was sich durchsetzt. Wir sehen auch hier schon ein anderes Projekt von Raimund Abraham, worin wir sehen, wie die Menschen auswandern zum Mond und dort leben. Und hier zum Schluss sehen wir Arbeiten von dem sehr jungen Lauritz Ottner. Lauritz Ottner, einer der Gründer von Haushooker Co. Hier sehen wir eine Stadt, worüber er auch schreibt, dass er sich vorstellen möchte, wie es ist, um im Innern eines Insektes zu leben. Aber dieses Projekt wird dann weiter im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Wir sehen auch Projekte seiner Kollegen dazukommen. Dies ist ein Projekt von Günter Zamp-Käpp. Und Günter Zamp-Käpp, der entwirft, bevor er nach New York fährt, eine Kirche. Wenn er zurückkommt, wird diese Kirche ein Diskothek, inspiriert auf diese New Yorker Diskotheken, die sie dort finden. Also wir sehen auch hier wieder, dass das Kultische eine wichtige Rolle spielt. In diesem Fall diese Diskothek, die vorher eine Kirche war, und wie diese Aspekte sich verschmelzen. Und da oben sehen wir natürlich eine fantastische Darstellung, wie die Menschen darin herumfliegen mit ihren Jetpacks. Ein wichtiges Objekt aus der Ausstellung Architektur in der Galerie Nächst St. Stephan war dieses Projekt. Es heißt Unterirdisches Gebäude mit ausfahrbarem Kern. Und ich habe sehr viel geübt, dass ich das so schnell aussprechen kann. Es ist an sich schon ein sehr spannendes Objekt und man vermutet schon, dass unterirdisch viel mehr verborgen ist, als was wir hier sehen. Und das ist auch so. Österreich ist natürlich, oder Wien ist auch die Stadt von Sigmund Freud, und das Unterbewusste spielt eine wichtige Rolle. Also der Rest, von was hier darin verborgen ist, sieht man normalerweise nicht. Aber es gibt zwei Skulpturen aus Zinn, die aufeinander gestapelt sind. In manchen Videos sieht man auch, wie wirklich dieser Kern sich da rausbewegen kann. Aber wir können es heute nicht mehr sehen, nur vermuten. Und das gibt dieses Objekt eine Ladung, die es extrem spannend macht. Die 40er und 50er Jahren waren in Österreich eine finstere Periode in vielerlei Hinsicht. Da war der Zweite Weltkrieg natürlich extrem wichtig, aber es dauerte auch lange, bis Österreich wieder unabhängig wurde. Sehr viele Menschen waren verschwunden und es war eine merkwürdige Stimmung in der Zeit. Wir haben schon gesehen, dass der Körper in der österreichischen Kultur extrem wichtig ist. Es gab natürlich auch Künstlerinnen und Architektinnen, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hatten. Und hier sehen wir zwei Arbeiten, einerseits von Hermann Nitsch, die Videos von seinen Aktionen, von seinem Orgien Mysterientheater. Und das ist ein Theater, worin Blut, nackte Körper, geschlachtete Tiere, laute Musik und Anspielungen auf Ritualen der katholischen Kirche eine sehr wichtige Rolle spielen. Sehr viele Menschen finden diese Arbeiten schockierend und so sind sie auch gemeint.
Alles ist Architektur ist ein Manifest, das Hans Hollein in 1968 in der Zeitschrift Bau veröffentlicht. Die Zeitschrift Bau wurde das Sprechrohr einer Generation oder von der österreichischen Architektur-Avantgarde in den 60er und 70er Jahren. Und in dieses Manifest sagt Hollein, dass Architektur wirklich alles sein kann. Wir sehen auch von ihm Vorschläge für Pillen, die ein architektonisches Erlebnis produzieren. Wir sehen ein Beispiel von einer Sprühdose für die Firma Svoboda, die also einen Raum verändert. Und so gibt es noch viele andere Beispiele. Wir sehen auch andere Gruppen, die sagen wir, architektonische Erlebnisse gestalten und realisieren, die vielleicht traditionell nicht dazugehören. Es ist natürlich auch etwas, was wieder zu dieser österreichischen Tradition gehört, wo der Körper zentral steht, wo da um diesen Körper herum Schichten angelegt werden und wo es auch die Atmosphäre sehr wichtig ist. Hier stehen wir vor einer späteren Ausstellung von Hans Hollein. Das ist der Mindmap, also die Vorlage für die Ausstellung Man Transforms in Cooper Hewitt Museum in New York. Sie ist eine legendäre Ausstellung. Und dieser Mindmap ist wieder extrem interessant im Vergleich zu dem Bild, was wir vorher gezeigt haben von Bernhard Rudowski in der Einführung. Wir sehen also, in der Mitte steht der Körper und um diesen Körper herum gestaltet der Mensch seine Umgebung. Er gestaltet sich selbst mit Tattoos, in der Zeit natürlich noch nicht in der Mode, so wie heute, aber auch die Tattoos gehören bei der Art und Weise, wie der Mensch seine Umgebung gestaltet. Dann gibt es die Bekleidung, Textilien und so weiter. Aber es gibt auch Forms of Togetherness, also Arten, wie der Mensch zusammenleben, die der Mensch gestaltet. Es geht um das Männliche und das Weibliche und so weiter. Und so sehen wir, dass eigentlich der Mensch seine ganze Umgebung gestaltet. Was natürlich auch heute, wo wir über das Anthropozän reden, natürlich wieder ein wichtiges Thema ist. Hier sind wir im Abschnitt Schöner Wohnen. Und wir sehen hier ein Video von dem Kollektiv Zündüb, ein Video gemacht für die ORF wieder, ein Film. In den Niederlanden gab es in der Zeit die Barendservet-Show, im Wind des Schippers, und vielleicht ist es ein bisschen ähnlich. Wir sehen hier, wie ein Mann nach Hause kommt, in seiner bürgerlichen Wohnung, bürgerlich mit seiner Frau umgeht, und dann kommt eine Truppe, eine Invasion von Hippies, sagen wir mal, die dieses Leben komplett durchbrechen. Was wichtig ist, denke ich, an der österreichischen Architektur und an der österreichischen Kultur allgemein, ist, dass man versucht, mit allen Aspekten des Lebens umzugehen. Architekten haben manchmal die Neigung, um nur zu erklären, wie toll ihre Projekte und wie sehr ihre Projekte die Welt verbessern werden. In diesem Fall werden auch andere Aspekte gezeigt. Nicht nur in dieses Video, sondern es wird gezeigt, dass das Leben natürlich viel mehr ist als nur eine hygienische, sterile, asexuelle Umgebung. Also, wir befinden uns hier im Abschnitt über das Mind Expanding Program von Haushooker Co. Das Mind Expanding Program von Haushooker Co. umfasst sehr kleine Objekte bis sehr große und sogar ganze Städte. Es fängt an mit Brillen und Helmen, die unsere Wahrnehmung von der Umgebung verändern. Es gehören Kopfhörer dazu, worüber Musik gespielt wird. Und dann werden sie immer größer. Wir werden später noch den Mind Expander selbst anschauen und wir stehen hier für eine große aufblasbare Struktur. Das Mind Expanding Programm ist entstanden, nachdem die Architekten oder die jungen Architekten als Studenten einige Clubs besucht haben, wo, so wie das in den 60er Jahren noch legal war, LSD genommen wurden.
Diese Installationen versuchen das Erlebnis von LSD, was LSD mit unserer Erfahrung von der Umwelt macht, zu ersetzen mit optischen und akustischen Mitteln. Hier stehen wir bei einer der Mind Expander. Und der Mind Expander ist ein Möbel. Es war ursprünglich das Resultat von einem Wettbewerb für ein Möbel für das Jahr 2000, das mythische Jahr 2000 in den 60er Jahren. Und es ist ein Möbel, worin explizit formuliert ein Mann und eine Frau drin sitzen können. Der Mann sitzt auf dem unteren Teil und die Frau kann auf seinem Schoß sitzen, ohne dass der Mann das Gewicht von der Frau stört. Dann klappt man diesen Helm über die beiden drüber und es ist ein Programm mit Leuchteffekte, mit Farben. Man sieht es jetzt von außen weniger, aber eine Aufnahme von innen zeigt, dass es ordentlich psychedelisch wirkt. Also man sitzt da drin, es gibt Lichteffekte, wobei man sich konzentriert auf einen Punkt. Und die Idee ist, dass man sich dabei entspannt und auch zueinander kommt. Körper, Sexualität und sehr früh auch schon Gender, so wie wir das heute auf gut Deutsch nennen, waren sehr wichtig in der österreichischen Kultur der 60er und 70er Jahre. Einige Projekte in dieser Ausstellung bis 1968 sind extrem von einem männlichen Blick noch geprägt. Und genau in 68 verändert sich was, wenn Fali Export, eine Künstlerin, irgendwie auf einmal als selbstständige Künstlerin erscheint. Die Arbeiten von Fali Export setzen sich sehr kritisch mit dieser Genderfrage auseinander. Ganz anders als zum Beispiel diese Arbeit von Raimund Abraham. Eine Installation, wobei er einen Stuhl in zwei Teile sägt und eine Frau, auch wieder explizit eine Frau, darauf sitzen kann und die Beine spreizen kann. Also natürlich ein Experiment, um zu zeigen, wie Möbel natürlich auch bestimmen, wie wir uns verhalten. Zum Beispiel, dass wir nicht mit gespreizten Beinen auf einem Stuhl sitzen, wie das heute Manspreading ist, war das Problem in den 60er Jahren eher auf weiblicher Seite. Fali Export ist natürlich heute erkannt als einer der wichtigsten feministischen Künstlerinnen und einer der Pioniere der Video- und Medienkunst. Hier sehen wir, dass das schon sehr früh zusammenkommt. In einer Arbeit, das heißt das Tap- und Tastkino. Es ist ein Objekt, das sie über ihren Kopf auf ihren Schulter ruhen lassen kann und wobei es dann möglich ist, dass Männer oder vielleicht auch Frauen ihre Brüste anfassen. Auch hier geht es wieder um das Untersuchen von Medien. Die Medien, die irgendwie die Österreicher sehr beschäftigten. Aber in diesem Fall geht es natürlich gerade darum, dass die meisten Medien, das Kino, das Fernsehen, sehr visuell angelegt waren und daher natürlich auch der Blick manchmal eine sehr männliche war. Und Fali Export zeigt hier, dass es natürlich auch noch um andere Aspekte geht. Vielleicht ist etwas unsichtbar, aber kann man es anfassen. Die Gruppe Zündip haben wir auch schon gesehen in dem Video von Otto Mühl am Anfang. Zündip war also sehr direkt beeinflusst von den Wiener Aktionisten. Das sehen wir auch sehr gut in dieser Arbeit. Es ist wichtig, um sich mit allen Aspekten des Lebens auseinanderzusetzen. Es geht auch um eine Auseinandersetzung mit der Technologie. Und in diesem Altar, so wie es heißt, ja, wir sehen auch wieder, wie das Kultische und sagen wir, diese religiösen Referenzen eine wichtige Rolle spielen. In diesem Altar sehen wir einen Mann und eine Frau und beide sind eine Art Cyborgs. Das bedeutet auch, dass die Fortpflanzung mechanisch geht. Es entsteht das mechanische Kind daraus. Und hier unter sehen wir Fotos aus früheren Arbeiten von Zündip, wobei sie, sagen wir mal, den Karlsplatz in Wien
umbauen in The Great Auto Expander, wobei man mit Dragster durch die Stadt Rennen fahren konnte. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir sehen, dass Zündapp hier schon sehr früh, um 1970, sich überlegt, was heute ein wichtiges Thema ist im Posthumanismus, dass der Mensch sich verändert, weil die Technologie sich verändert, dass wir uns verschmelzen und dass sie sich überlegen, was für Konsequenzen das haben könnte. Ist das eigentlich so positiv oder vielleicht auch nicht? Hier sehen wir ein Projekt, das davon sehr stark beeinflusst wurde. Es ist ein Projekt von Günter Dominik und Alfred Huth, Dominik und Huth. Und es ist eine sehr besondere Arbeit, die für eine Ausstellung gemacht wurde in Wien, in der Galerie Nech St. Stephan. Dominik und Huth waren aber Grazer und sie wollten sich natürlich spektakulär manifestieren. Hier handelt es sich, das Projekt ist entstanden während der Sechstagekrieg in Israel, im Mittleren Osten. Und es war natürlich auch noch die Zeit des Vietnamkrieges. Und hier handelt es sich fast um eine Science-Fiction-Geschichte. Es ist eine Geschichte, dass auf der Erde die Menschen so viele Kriege führen, dass die Erde unbewohnbar wird. Es entstehen aber auch durch die Entwicklung der Technologie während diesem Krieg entstehen eine Art neuen Menschen, Humanoiden, wir würden das heute Cyborgs nennen, oder Post-Humans würden wir das heute nennen. Und diese Humanoiden, die reisen zum Mond, festigen sich dort. Es entsteht eine neue Umgebung, eine neue Architektur, die hier suggeriert wird mit diesen flüssigen Formen. Sie ziehen auch sonst ins Weltall und irgendwann kehren sie zur Erde zurück und da sollen sie sich dann erneut, sagen wir mal, ein Status Quo verhandeln oder durch Kriege zustande bringen. Das ist die Geschichte, das ist eine Art Science-Fiction-Geschichte. Das Besondere aber an der Geschichte, und das sind Zeichnungen, die wir hier nicht haben, leider, da gehört ein sehr dickes Buch dazu und dieses Buch umfasst auch sehr detaillierte Zeichnungen von der Architektur, die da zustande kam. Und so entsteht eine merkwürdige Mischung zwischen einer Geschichte, die weit in der Zukunft spielt, aber einen Zusammenhang hat mit aktuellen Ereignissen und wobei die Lösungen für die Zukunft extrem detailliert ausgedacht und ausgeführt sind, damit sie vielleicht demnächst für uns als Prototypen funktionieren können. Es gab unterschiedliche Annäherungen an den neuen Technologien. Also die Drogen sind natürlich eine neue Technologie. Aber eine wichtige neue Technologie in den 60er Jahren, die sehr viele Diskussionen produzierte, das waren die Medien. Es war die Zeit, dass natürlich auch das Fernsehen aufkam, dass Kinos besucht werden konnten, dass das Telefon allgemein verfügbar war. Und darüber wurde sehr viel nachgedacht. Marshall McLuhan war in den 60er Jahren ein sehr wichtiger, einflussreicher kanadischer Medientheoretiker. Und wir sehen, dass auch die österreichischen Architekten und Künstler sich damit intensiv beschäftigen. Das bedeutet auch, dass die neue Technologien nicht nur naiv und optimistisch betrachtet wurden, aber sie wurden auch sehr kritisch betrachtet. Und das sehen wir hier in diesen Arbeiten von Coop Himmelblau. Einerseits denkt man, dass sie sehr ähnlich seien an den Arbeiten von Haus Rokoko. Das stimmt natürlich auch. Sie haben in derselben Periode studiert. Sie waren gewisserweise auch kompetitiv miteinander in der Periode. Aber die Arbeiten von Coop Himmelblau sind auch wesentlich anders. Und das sehen wir vor allem an diesen Arbeiten, die wir hier groß präsentieren, weil das sind eigentlich eine Art Laborsituation. Hier sehen wir den Soul Flipper und wir sehen, dass dieser Herr Grimassen zieht. Und etwas, was sehr wichtig ist in der österreichischen Kultur allgemein, aber ganz besonders auch in den 60er Jahren, ist diese Idee, dass unsere normale Sprache, geschriebene und gesprochene Sprache, nicht alles ausdrucken kann.
Also es gab diese Idee von der Sprachskepsis, der in Österreich eine lange Geschichte hat. Die geht schon zurück auf Wittgenstein und auf den 20er Jahren, worin sehr viel Interesse war in Pantomime und Tanz. Hier sehen wir das in einer anderen Art. Hier geht es auch um die Dinge, die wir vielleicht nicht verbal ausdrücken können. Aber wir sehen hier diesen Mann in dieser Maske. Es kann auch eine Frau sein, wir können es alle sein. Und wir sehen, dass er Grimassen zieht. Und bei diesen Grimassen kommt eine Art unbewussten Energie frei. Es ist auch eine Form von nonverbalen Kommunikation, wenn ich jetzt freundlich lächelnd in die Kamera schaue oder vielleicht doch etwas anders. Das nehmen wir wahr in der Kommunikation. Und das sehen wir hier auch. Und das Interessante ist, dass diese Energien in sein Gesicht, die werden gemessen oder abgelesen mit Sensoren. Und damit wird das übersetzt in Licht. Und damit kann man die unterschiedlichen Emotionen von diesem Mann oder die Frau, die da drin ist, an diese Säule ablesen. Das Interessante und Besondere von den österreichischen Architekten und Architektinnen und Künstlerinnen aus den 60er Jahren ist, dass sie die Technologie nicht unbedingt nur positiv betrachten. Sie wird immer das Leben in seiner ganzen Breite in allen negativen und positiven Aspekten untersucht. Und das sehen wir hier auch in dem Schlafsaal von Walter Pichler, eine sehr bedeutende Arbeit. Und es freut mich sehr, dass wir diese in der Ausstellung haben. Wir sehen hier diesen Schlafsaal mit drei Betten. Ursprünglich waren es sogar vier. Es ist aber klar, dass es erwartet wird, dass ein jeder in sein eigenes Bett liegt. Und in das Bett hat ein jeder auch sein eigenes Spielzeug. Und das ist ein mediales Spielzeug. Es gibt ein Transistorradio im einen Bett. Es gibt eine Art Form, die ein Dildo sein kann oder vielleicht auch nach einer menschlichen Figur, die die Beine spreizt, verweist. Und im letzten Bild gibt es unter den Kopfpolster zwei Seiten von der Zeitschrift Paris Match. Das eine mit schwarzen Männer, die in der Kamera schauen, und auf dem anderen ein Feuer. Wir wissen nicht genau, was das bedeutet, aber es ist deutlich, dass hier die Medien anders wirken. Also die Medien bringen uns hier nicht zusammen. Die Medien, die sorgen dafür, dass wir von der Umwelt eigentlich eher verfremden. Wir hören uns das Radio an, während jemand anders auf dem anderen Bett liegt. Und das Polster kann über die Seiten von Paris Match geklappt werden, damit wir in unserem Schlaf uns mit den Problemen der Welt auseinandersetzen. Hier stehen wir vor der Telefonkapelle von Walter Pichler. Und das ist eine Arbeit, wo auch wieder sehr viele Ideen aus der österreichischen Architektur und Kunst zusammenkommen. Einerseits sehen wir, dass es ein Zelt ist. Und wir haben schon gesehen, dass der textile Ursprung von der Architektur für die Österreicher sehr wichtig ist. Also Architektur ist nicht unbedingt eine Konstruktion, die Konstruktion ist nur eine Hilfskonstruktion, sondern die Architektur geht um dieses Zelt, was eine Atmosphäre schafft. Und die Atmosphäre in diesem Fall ist eine sehr spezifische Atmosphäre. Darin kommt wieder das Kultische zum Ausdruck. Also das Telefonieren, für uns heute eine extrem banale Handlung, die wir mit unseren Handys machen. Hier sehen wir noch ein altmodisches Telefon, was aber in einer Art, in ein kultisches Objekt aufgenommen ist. Es ist auch nicht einfach, um die Drehscheibe zu drehen. Das bedeutet, das Telefonieren wird eine wichtige, bewusste, kultische Handlung. ...1972 erscheint der Bericht von einem Club von Rom, worin wir uns zuerst einmal gemeinsam weltweit uns davon bewusst werden, dass die Ressourcen der Erde ein gewisses Ende haben. Und nicht nur das, sondern wir werden uns auch von der Umweltverschmutzung bewusst. Österreichische Architekten setzen sich auch hier wieder sehr früh damit auseinander. Hier schon in 1971 eine riesige Ausstellung und eine riesige Installation im Museum Esters und Haus Lange
in Krefeld von der Gruppe Haushookerco. Und in diese, auf einmal setzt Haushookerco alle diese Blasen und Hüllen und Kapseln, die sie entworfen haben, ein als Antwort gegen diese Veränderungen unserer Umwelt. Die Ausstellung heißt Cover und tatsächlich überdecken sie die zwei Gebäude vom Museum Haus Esters und Haus Lange in Krefeld mit einer riesigen aufblasbaren Struktur. Sie zeigen auch, dass die Architektur, so wie Sie auf diesem Poster sehen für die Ausstellung, dass die Architektur eigentlich im klassischen Sinne nur eingeweckt weiter existieren kann. Diese Arbeit heißt Natur, Stück Natur eingeweckt. Also die Architektur oder die neue Architektur, die ist vor allem da, um uns zu präservieren in einer Umwelt, die immer mehr verschmutzt. Wir sehen auch Arbeiten wie das Rheinwasser, eine Installation mit Rheinwasser. In der Zeit natürlich noch der Rhein, da konnte man in den Niederlanden in Rotterdam Fotos darin entwickeln, sagte man immer. Also extrem schmutziges Wasser, das eine Infusion bekam. Und es gab Installationen, worin es möglich war, zwischenzeitlich frische Luft einzuatmen in der verschmutzten Umwelt. Gerade Linz, wo die Haushooker herkamen, war in der Zeit, hatte eine extrem verschmutzte Luft. Und so entstehen diese Atemzonen. Es sind also Reaktionen auf Entwicklungen in der Welt, in der Technologie, aber auch in unserer Umwelt, womit die österreichischen Architekten sich schon vor 50 Jahren auseinandersetzten. Die Ausstellung Radical Austria, alles ist Architektur, endet also in etwa 1973. 1973, auch das Jahr der Ölkrise, worin wirklich der Westen sich extrem bewusst wurde davon, dass die Ressourcen ein Ende haben. Auch hier wieder Wien, natürlich auch als neutraler Stadt, Standort der OPEC. Und daher war das auch kein Zufall, dass dies wieder in Österreich noch härter ankam. Einer der ersten terroristischen Attacken war auch auf die OPEC in Wien. Wir sehen dann auch, dass ab dem Moment eigentlich international, nicht nur in Österreich, sondern auch in England mit Archie Graham, in Italien, 1963 ist eigentlich das Jahr, dass die Thematik, womit Architekten sich auseinandersetzen, ändert. Die Österreicher haben die Technologie immer einerseits sehr optimistisch, aber auch sehr kritisch und sogar sehr pessimistisch betrachtet. Also Österreich war immer ein Land, worin das damit sehr ambivalent umgegangen wurde. Aber wir sehen dann in den letzten Arbeiten in dieser Ausstellung, abgesehen von den Installationen und Firmen, die wir zeigen, sehen wir hier ein paar Arbeiten, worin, sagen wir mal, auch dieser Raumfahrtanzug natürlich eine ganz andere Bedeutung bekommt als am Anfang. Es ist deutlich, dass dieser Raumfahrtanzug auf einmal eine Lösung ist, um in diese verschmutzte Umwelt zu bewegen. Alles in allem hat diese Ausstellung heißt Radical Austria, und diese Radikalität in der Ausstellung der Österreicher, wobei sie über alle Aspekte des Lebens inklusive der Tod nachdenken und sich damit auseinandersetzen, das ist etwas, was sehr radikal ist. Dass die Ausstellung 1973 endet, bedeutet nicht, dass die Architekten da in dem Jahr geendet haben. Einige, wie Coop Himmelblau, haben sich ein paar Jahre überlegt und Gitarre gespielt, ein Aspekt, was wir hier noch nicht, wo wir hier noch nicht so viel darüber gesprochen haben. Aber alle orientieren sich neu. Hans Hollein wird einer der Pioniere des Postmodernismus, gewinnt den Pritzker-Preis und wird also als einer der wichtigsten Architekten aus der Architekturgeschichte gesehen. Coop Himmelblau war ein Teil der Ausstellung Deconstructivism in Architecture in das Museum of Modern Art in New York und wurden zu einer der großen Star-Architektenbüros, so wie die in den letzten Jahren so ein wichtiges Thema waren. Und die bauen in der ganzen Welt. Und so auch Haushookerco bauen
sehr große kulturelle Projekte in ganz Europa. Das Interessante ist, die meisten von den Protagonisten in dieser Ausstellung leben noch. Einige sind inzwischen sehr alt. Es bedeutet also, dass man mit dieser Radikalität sehr alt werden kann und eigentlich sehr gut überleben kann.